Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner zweiten Let's Play Session zu Silent Hill 2 hier auf YouTube. Ja, wir haben die Nacht angefangen mit Silent Hill 2 und ich möchte jetzt da weitermachen, wo ich aufgehört habe die Nacht. Und dieses Mal läuft auch die Aufnahme und wir sind jetzt im Apartment. Ich werde so alle Stunde, denke ich mal, kurz das Intro, das Outro abspielen lassen, damit ich für YouTube das so fertig machen kann. Wisst ihr wie? Weil das wird dann da nochmal extra hochgeladen. Nicht der ganze Stream zusammen. So. Wir sind stehen geblieben, als wir das Apartment erreicht haben, wo ich nicht wusste, wo ich hin muss. Und ich habe aus irgendeinem Grund den Weg gefunden, warum auch immer. Wir machen jetzt hier in dem Apartment weiter. Also ohne groß zu reden, legen wir los mit Silent Hill 2 auf der PS5. Let's go. So. Wir haben uns ja hier reingeschafft. Wir haben eine neue Karte, die uns noch nicht sagt, wo wir überhaupt hin müssen oder irgendwas. So. Okay, schauen wir uns mal um in dem Apartments. Hier liegt was? Ne, liegt nichts. So, du hast den Speicher noch geguckt. Das Spiel ist ganz schön dunkel, oder? Na, für euch dürft's gehen, gerade so. Das sieht nach Rätsel aus. Aber da scheint noch was zu fehlen. Oh, scheinbar muss ich 2, 4, 5 Objekte finden. Lesen. Drei glänzende Münzen. Fünf Löcher darin, unter dem Baum sitzt sie. Singt vor sich hin, der Wind erweht der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümelein voller Entzücken. Und dann kam der Mann, so edel und schmal, mit goldenen Augen im Mondlicht aschfahl. Okay, also wir müssen Münzen finden. Wer baut solche Gebäude? Das ist doch wie bei Resident Evil. Wer baut solche Rätsel? Das ist Munition. Nehme ich. Wäre natürlich noch hilfreich, wenn man eine Pistole dazu hätte. Ja, und nun, ne? Links oder rechts? Hier kriecht irgendwas. Nee, das ist Wasser. Interessant. Hello? Is anyone there? Hab ich gerade ein paar Schlüssel? Ja. Trägt ihr das auch alles schön ein? Ja. Dunkel, ihr seht doch gar nichts, oder? Ah, wie einladend. Hallo? Erstmal looten. Nix. Da steht doch jemand, oder? Ne, so eine Puppe. Lol. Aber wir haben eine Taschenlampe. Hey! Was zum? Drücke R3, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Alter, hat mich das erschrocken.
Wie mies war das denn? Mischacht, Hofschlüssel. Okay. Ja, das hat mich erschrocken. Einfach frech. Aber immerhin haben wir jetzt Taschenlampe. War das für die Tür? Nope. Wird hier aber nicht eingetragen, wo wir es benutzen können. Gehen wir mal weiter. Okay. Die ist dann ja wohl für später. Ah, hier waren wir gerade drin. Gucken wir mal unten in die andere Richtung. Da sind wir noch nicht lang gelaufen. Ah, hier passt er. Mehr Pistolenkugeln. Wenn nur die Pistole. Man hört auf jeden Fall Gegner. Da ist eine Tonne zum Bewegen. Okay, kann man nicht weit bewegen. Zu? Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel geht, was für eine Länge das hat. Ich denke mal so wie Resident Evil. Ist auf jeden Fall was. Aha. Wie gesagt, bei YouTube könnt ihr das ja dann nochmal anhalten. Wenn ihr das unbedingt lesen wollt. Oh, noch mehr Munition. Das Radio spielt auf jeden Fall verrückt. Er zückt schon die Waffe von alleine. Käfer hier. Wo sind wir eigentlich? Okay. Also wenn du jetzt die ganze Karte voll kriegst, da hast du doch am Ende gar keine Übersicht mehr, oder? Hier ist dicht. Ich verstehe noch nicht so ganz, was das mit diesem Käfer auf sich hat.
Ja, Waffe wäre schön. Ich kann die ja schlecht mit Kugeln bewerfen. Wie so ein Depp. Was zum ist das eigentlich? Ich bin echt mal gespannt auf die Erklärung, was hier eigentlich passiert ist. Übrigens kann ich auch die Filme empfehlen. Ich finde zwar den ersten ein bisschen besser als den zweiten, aber sind trotzdem ganz gute Filme. Aha, ich war 209. Komme ich in die 110? Nein. Aber ich habe jetzt eigentlich nur Patronen gefunden. Das war jetzt nichts Story-Relevantes dabei, oder? Hier kann ich jetzt aufmachen, oder? Ah, okay. Oh, hier liegt was. Schlüssel. Doch, Story-relevant. Hier so ein kleines Mädchen noch. Sag ich doch. Hat ihr. Ja, okay. Gehen wir mal zurück. Wir müssen jetzt hoch. Den anderen Weg nehmen, König Dulli. Ups. Ui. Achso. Ja. Ah. Hätten wir abkürzen können. Naja. Wo ist eigentlich mein Handy? Da. Ein Moment. Fragezeichen. Achso, das war das Mädchen dann. Oh, die Tür hier ist offen. Sehr einladend. Okay. Also die Taschenlampe ist echt Gold wert. Ja, sehr einladender Schrank. Weiß ich schwer. Griff mit goldenem Apfel. Okay, da habe ich irgendwas, was ich für später brauche. Hier war das Mädchen. Hier ist der Schlüssel. Korridorschlüssel 2F.
finde das schade, dass das Spiel nicht pausiert. Wenn ich gerade aufmache. Aber ja, das ist halt ein Horrorspiel, ne? Sieben. Oh, hier scheint die gewohnt zu haben. Quite the artist. Noch ein Zettel. Einsame Blumen. Ob 82 Nummer 3 Robert Schumann. Aber mehr ist nicht. Okay, sollen wir uns das merken? Ist das noch wichtig? Ah ja, klar. Bleib liegen. Der hat die Tür für uns hier aufgemacht. Das ist nett. Oder sind die Käfer dafür verantwortlich, dass diese Menschen sich in Dings verwandeln? In diese, was auch immer. Weil irgendeinen Sinn müssen diese Käfer ja haben. In der Theorie. Ich hasse leere Schubläden. Wow. Wahnsinn. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir in den zweiten Stock müssen. Warmer. Ja, da gehen wir hoch. Hinten ist jetzt offen. Eklige Füße. Lässt seine Aggression freien Lauf. Jetzt hast du die Waffe immer noch draußen. Wie kann man davon eigentlich tragen? Valentinstag. Was für ein Foto. Haben wir das jetzt mitgenommen? Oh, da steht eine Zahl drauf. 4. Scheint wohl ein Code zu sein. Kabinett. Aha.
War jetzt nur wegen dem Foto hier, oder was? Aha. Können wir mal kurz speichern. Wenn wir einmal noch hier unten sind. Sagt eigentlich die Zeit. Haben noch. Gehen wir mal hoch. Die Treppen waren hier, oder? Nee. Hier rechts. Der 201 war's, gell? Ja. Korridorschlüssel ist das. Das heißt, geradeaus. Ich sag doch, die Karte ist dein bester Freund in dem Spiel. Ohne Karte wäre doof. Aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden mit der Qualität auf YouTube. Also ich schaue mir das gerade nebenbei an. Ich nehme es ja nebenbei noch, aber ich lade das eh nochmal extra hoch auf YouTube, damit die Qualität da besser ist. Weil YouTube hat halt so ein komisches, ja. Naja. Hä? Den habe ich nicht umgelegt, der lebt doch noch, oder? Hier war der Hof. Oh, ist der Wildschwach. Du willst jetzt aber nicht runterklettern, oder? Ah, da ist eine Münze. Komm ich da rein? Hier war mal Besuch. Die Mucke. Okay, was soll das darstellen? Sehr einladend. Oben sind wir. Aufgrund der laufenden Renovierungsarbeiten werden alle Mieter gebeten, die dritte Etage des Gebäudes nicht zu betreten. Mit freundlichen Grüßen die Verwaltung der Woodside Apartments. Ja, dann mit dem Griff kann ich nichts anfangen. Brauche einen Schlüssel. Okay. Okay.
alles zu. Die nicht. Schön, dass wir Munition finden. Aber keine Waffe. Ich nehm's zurück. Halte L2 um zu zielen, drücke R2 um zu schießen. Den Schuss haben wir. Hä? Wieso hat er jetzt geschossen? Ich hab doch nur anvisiert. Ich hab die Vermutung, dass jetzt irgendwie ein Bus kommt, oder? Wenn wir schon eine Waffe haben. Es würde mich nicht wundern. Will hier nicht rein. Zwei zwölf. Könnt ihr mir mal sagen, wie die Qualität bei euch ist? Bei mir sieht die irgendwie nicht so gut aus. Ich weiß nicht. Huh. War das Loch eben auch schon da? Wait, mit dem Raum war ich doch vorhin, da war der aber noch nicht da. Also ich habe ihn nicht gesehen. Das ist dunkel, das wird ja immer dunkler. Wir hatten für 2.11 war der Schlüssel, gell? Hä? Wait. 2.12. Heißt der rechte Raum, der hier. Lass mich rein mit der leeren Schubladen. Oh ne. Okay. Was bringt mir der Balkon? Nichts. Renn doch nicht weg. Aber er kann nicht ruhig halten. Arsch.
noch ein Foto. Wenden. 4-7. Für was auch immer das wichtig ist. Hallo? Das ist ein Gebäude. Bleib liegen. Man kann nie wissen. Versuche 50 mal verschlossene Türen zu öffnen. Okay. Lol, dafür gibt's Trophäe. Nee. Steh nicht auf Zunge. Weg. Vor allem sind die da irgendwie in Zwangsjacken oder was ist das mit dem Reißverschluss? Sieht echt eklig aus. Ich höre wieder den nächsten Gegner. Welcome home. Ah ja. Bleib unten. Ah, da komme ich dann in den Raum, aber ich könnte auch die Feuertreppe dann nehmen. Ah ja. Oh, da geht's aber auch. Komme ich nach oben? Moment, das gucken wir uns erstmal an. Shortcut. Okay, ich komme gar nicht mehr. Das ist einfach nur, um abzukürzen. Als ob ich hier jemals den Weg wieder herfinden würde. Innen lang. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. War ich hinten? Nee, hier war ich noch nicht. Dann wäre die Tür nicht zu vom der Küche. Also die Schränke, so. Noch so ein Schrank. Du denkst bestimmt, ich wäre grausam, aber das bin ich nicht. Du hast dir dein Gefängnis selbst gebaut. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausgeblendet und dich in der Dunkelheit verkrochen hast. Du hattest die Wahl. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast, immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein. Ich werde wieder hier sein und zuzusehen. Okay. Noch irgendwas? Ach, der muss hier rein. Was zum... Ah,
Hier war jemand gefangen. Ich kann ihn schieben. Das ist schlecht. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen, links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen, da fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer, der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Okay. Safe, oder? Ja, wir haben 7-4. Ich denke mal, dann die 7 und eine Zahl fehlt, ja. Kann man nicht machen. Oder liegt hier noch ein Foto? Wo sind wir hier? Da unten. Oder soll ich jetzt den Code hier an der Wand finden oder was? Ich glaube, wir können jetzt mal. Da steht eine 7. Tatsache, ich muss den Code an der Wand finden. Daraufhin wird dieser Reim wahrscheinlich helfen. Okay. Das ist ja nervig. Da ist eine 11. 4, 7, 11? Kann das sein? Könntest du ja mal testen. 4, 7, 11. Nein. Natürlich wissen wir auch die Reihenfolge nicht. Wir können auch mal 7, 4, 11. Nein. Dann vielleicht. Ah, scheiße. 11, 4, 7? Nein. Wir haben jetzt aber nur die 7 und die 11 gefunden. Wo ist die 4? Es wird aber auch durch die Taschenlampe etwas hervorgehoben. Die Zahl. Wollen wir noch eine finden? Ja, das ist ein Rätsel. Richtig oldschool. So, auf dem Boden steht ja auch was. Da ist nochmal eine 11. Interessant. Da. 13, 7, 11. Da haben wir's. Unsere erste Münze. Ja, natürlich. Und der Schlüssel.
Verfehlt irgendwie den Sinn, hier jemanden einzusperren. Ja, da musst du durchlaufen. Kein Käfer, Freunde. Der ist fürs Treppenhaus, für die dritte Etage. Immer her damit. Hier komme ich wieder zurück. Okay. Wie geht's wieder weiter? Würde ich sagen, haben wir jetzt den rechten Flügel soweit abgearbeitet. Die Leichen verschwinden. Oh, da ist noch einer. Alter, komm her. Liegen. Genau, da vorne ist die Tür. It's magic. Ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, ich mache mal kurz eine kleine Pause und dann können wir das mal als zweite Folge nehmen. Das heißt, es gibt jetzt kurz Intro, Outro, dann Intro und dann geht's weiter hier im Stream. Auf YouTube ist es dann jetzt die zweite Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Was wollen wir denn? Wir wollen das.